Hey, ihr Lieben, wie sieht's aus? Wollt ihr auch was für die Umwelt tun? Ich habe da einen super Tipp für euch, und zwar ein Tipp. Ja, das ist ein Start-up, würde ich jetzt mal sagen. Die haben ganz kleine Edelstahlfilter und ich finde das eine super Sache für Leute, die nicht jeden Tag ihre 2-3 Joint-Filter wegwerfen wollen. Das sind einfach so ganz kleine Edelstahlfilter. Ja, und diese Edelstahlfilter haben eine Spirale da drin oder auch ja, so ein Swirler. Ja. Der verwirbelt also die Luft und kühlt das nochmal extra. Und ihr könnt euch halt aussuchen, ob ihr mit dieser Spirale rauchen wollt oder ob ihr die Spirale vorher raustut und das dann einfach mit dieser kleinen Pulle füllt man das dann, Aktivkohle rein. Ups. Und Deckel drauf und die Geschichte hat sich gegessen. Und schon könnt ihr euren eigenen, weil der macht auch noch euer eigenes Logo oder Namen drauf oder Gesicht, könnt ihr damit einen Joint bauen. Ja, und noch was, wenn ihr, ich weiß, die meisten sagen, ich will ja mein gutes Gras nicht mit irgendeinem anderen Geschmack versauen, verstehe ich, aber es gibt auch Gräser, ich habe öfter was aus der Apotheke, was zwar gut wirkt, aber nicht unbedingt gut schmeckt. Ja, das kann man zum Beispiel ein bisschen verfeinern mit Zitronenmelisse oder Minze oder auch andere Kräuter. Die macht man sich ein bisschen klein, eventuell mit so einem Kräuterhackmesser. Ja, und dann füllt man damit die Filter und hat einen geilen Nebeneffekt. Also hat noch ein bisschen Terpenkick und kann sein Gras ein bisschen aufpeppen. Ja, in diesem Sinne drehe ich mir jetzt mal schnell ein und werde es mit euch testen. Geht auch, also ich finde, es ist sehr leicht, gut zu machen. Und wie gesagt, man kann sich es aussuchen mit Kräuter, mit Spirale oder einfach mit Aktivkohle. Ja? Hm. Die gibt es übrigens in mehreren Farben. Ich glaube 5 Farben, Silber, Schwarz, Blau, Gold. Könnt ihr, wie gesagt, mit eurem eigenen Logo versehen. Und was ich auch toll finde, ist, es kühlt. Edelstahl kühlt und macht das Rauchen wirklich angenehm. Man hat auch ein bisschen was in der Hand, ein bisschen Gewicht, gefällt mir auch gut. Das legt man einfach nach 2-3 Mal Rauchen in Isopropanol ein und die Sache ist wieder sauber. Mit 2-3 Filtern kann man immer schön abwechseln und es ist wirklich custom-like. Noch was für alle, die ihren Joe hier länger im Mund haben, ne? Wird nicht nass, das Teil, verstehst du? Also in diesem Sinne, bleibt legal, bleibt gesund und schaut euch mal bei 1 Tipp um. In diesem Sinne.